Moin, moin, meine Freunde. Ich wünsche euch allen wie immer einen wunderschönen guten Tag und freue mich natürlich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Das ist ein kleines Infovideo. Ich möchte hier nicht zu viel reden eigentlich. Also, kommen wir sofort zum Punkt. Heute Abend werde ich streamen, so wie eigentlich immer Freitagabends, aber es ist ein bisschen besonders, weil es gab heute um 13:30 Uhr das Yasuhiro Kitao-Interview bei Famitsu. Ich habe da mal ein bisschen durchgeklickt. Das ist irgendwie 1,5 Stunden lang oder so. Wir verstehen kein. Also, außer ihr seid Japaner oder könnt Japanisch, dann versteht ihr das. Sonst versteht keiner von uns irgendwas. Aber es ist neues Gameplay zu sehen und das können wir uns halt auf jeden Fall ganz gerne angucken. Soweit ich weiß, oder ich habe dann nur mal kurz durchgeklickt und soweit ich weiß, ist das nur Limgrave. Also, das scheint jetzt nicht krass zu spoilern, das Gameplay, das man im Famitsu-Interview sehen konnte. Man sieht ein paar neue Gebiete, paar neue Kleinigkeiten und alle, die fein sind, sowas zu sehen, können gerne heute einschalten. Für alle, die sagen, ja, nee, aber von Limgrave möchte ich auch nichts mehr sehen, da möchte ich mich nicht spoilern lassen, dann solltet ihr heute Abend auch am besten nicht einschalten. Morgen gibt es um 15:30 Uhr gibt es das Red Bull Event mit dem Launch-Trailer von Elden Ring. Das bedeutet, wir bekommen einen neuen Trailer, wohl der beste Trailer für Elden Ring. Sagen wir mal so, die Launch-Trailer sind meistens die, die am meisten spoilern. Deswegen Achtung, Spoilergefahr. Aber es sind auch meistens die geilsten Trailer, ganz einfach. Ich meine, das Summer Game Fest Trailer war gut, aber der wird wahrscheinlich nochmal so ein bisschen ticken besser. Also für alle, die Bock auf Trailer haben, können gerne morgen einschalten. Wir schauen uns das zusammen an, wir analysieren das Gameplay, so wie ihr es gewohnt seid aus dem Summer Game Fest Trailer, aus dem Gameplay Reveal und alle anderen Male, die wir uns halt neue Sachen angeschaut haben. Also wie gesagt, ich freue mich auf euch. Es macht immer Bock. Wenn ihr Bock habt, also wenn ihr euch nicht zu viel spoilern lassen wollt und sagt, heute geht noch, dann schaltet heute Abend ein. Wie gesagt, ist nur Limgrave. Morgen wird wahrscheinlich noch andere Gebiete gezeigt. Vielleicht das Schneegebiet, vielleicht das Wüstengebiet. Eternal City. Glaub nicht, dass sie das spoilern wollen, aber vielleicht. Vielleicht Bosse aus dem Gebiet. Also, wie gesagt, weiß ich ja selbst nicht. Aber ja, ist ein kleines Infovideo nur, damit alle Bescheid wissen. Und ja, ich freue mich auf euch. Hoffentlich sehen wir uns dann heute Abend oder morgen. Haut rein und wenn nicht, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.